Heute wird es in unserem Schminkstudio gefährlich. Katharina wird die brave Vicky in einen wilden Tiger verwandeln. Das ist ganz schnell gemacht. Alles, was du brauchst, ist Schminkfarben, Pinsel, Malschwämmchen, Glitter und Wasser. Tauche das Malschwämmchen ein wenig ins Wasser und nimm damit etwas orange Farbe auf. Dann tupfst du am äußeren Gesichtsrand einen orangen Streifen auf. Das gleiche machst du mit der gelben Farbe. Diese auf Wangen und Nase aufbringen. Augen und Mund dabei freilassen. Etwas über den orangen Rand tupfen, damit ein fließender Übergang entsteht. Jetzt mit weißer Farbe die Augenpartie und die Oberlippe einfärben. Mit einem Pinsel die Konturen zwischen gelber und weißer Farbe genau nachzeichnen. Die Tigerstreifen mit weißer und roter Farbe und einem Pinsel am äußeren Gesichtsrand aufmalen. Die Augenbrauen und weitere Tigerstreifen in Schwarz zeichnen. Es fehlen noch Wimpern, Bartstoppeln und das Näschen. Die Unterlippe in schwarzer Farbe ausmalen. Das kitzelt. Jetzt fehlen unserem Tigerkätzchen nur noch die Barthaare. Und fertig ist unser kleiner Tiger.